Hast du Ideen? Nimmst du deine Ideen ernst? Ich bin voller Ideen. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen mit Ideen. Wir beschäftigen uns damit, wie sich Ideen entwickeln, welchen Nährboden sie brauchen und wie sie mit unserer Herzenergie verbunden sind. Und dabei habe ich was entdeckt. Und zwar, wir können Ideen nicht alleine entwickeln. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen einen Gesprächspartner, jemanden, der uns zuhört, voll und ganz präsent ist und der uns diesen Spiegel zeigen kann, der uns mit Feingefühl erklären kann, was dieses Potenzial ist, das in dieser Idee steckt und in uns natürlich auch. So, dass es sich anfühlt, als ob wir in diesem Moment einfach wachsen. Ich nenne solche Gespräche nährende Gespräche. Wie sich solche nährende Gespräche auch in einem Teamsetting anfühlen können und wie wir das hinbekommen, dass das stattfinden kann, damit beschäftige ich mich jetzt seit fast 20 Jahren. Und dieses Wissen möchte ich gern teilen. Und zwar so, dass möglichst viele Menschen Zugang bekommen. Dass sie erfahren können, wie es sich anfühlt, wenn wir uns gegenseitig beflügeln. Hast du jetzt Lust bekommen, mitzumachen, mich zu begleiten? Ich freue mich auf diesen gemeinsamen Weg.